bin der Meinung, an der Frau muss auch ein bisschen was dran sein. Ohne geht's nicht. So, lass uns jetzt mal gucken. Also, wir haben ein Geschäft. Wir haben Schulen. Wir haben noch keine... kein Sport. Was wir aber durchaus hier hinten noch hinpacken könnten. Auf die Ecke. Vielleicht auch dazwischen noch irgendwas Kleines. Athletikclub. Sauna. Big Sports Hall, die haben wir ja schon. Die würde ja hier hinten alles ausfüllen. Wer sagt denn, dass ich von Frauen geredet habe? Ja, ist gut, Lars. Hast es wieder geschafft. Alles gut. Alles so große Gebäude. Ich bräuchte mal was Kleineres hier. Bowlingallee. Die sollen ja hier alle gut versorgt sein. Die sollen ja möglichst alles haben. Gymnasium Sports. Okay, ich brauche was, was ich hier noch ruhig reinquetschen kann. In schön. Muss ich die Straße dann nochmal wegnehmen? Damit wir da was Geschicktes reinpacken können. Zu groß. Olympiatrainingshalle. Macht aber irgendwie nicht so viel her. Zu groß, zu groß. Ja, die könnte man hier reinquetschen, aber dann kriege ich keine Straße mehr durch. Ah, das ist doch alles doof. Das ist zu viel. Ich will ja jetzt auch nicht unbedingt eine Dings durchziehen. Da schon irgendwie ein Fußball-Bolzplatz oder sowas. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Krieg ich dich dahin? Bitte, 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 krieg ich dich dahin? Ja, sehr geil. Das klappt ja heute jetzt. Jetzt klappt es wie am Schnürchen. Jetzt habe ich auch die nötige Konzentration. Krieg ich dich da nicht? Ah, verdammt, ich krieg da nicht raus. Schade. Hätte ja funktionieren können. So, okay, die haben jetzt Sport. Sport haben sie auch. Was fehlt ihnen noch? Den fehlt noch Kultur. Den fehlt Kultur. Dann bekommen sie jetzt Kultur in Form eines... Leg dich hin und was? Und sehr, sehr geil sagt er auch zu der Frau, ob die es... Ob sie es macht, ist immer so eine Sache. So, warum ist der Stream jetzt unterbrochen? Eben war der Stream kurz weg. Ja, ich weiß. Der Stream war kurz weg. Ja, der Stream war gerade kurz weg. Ja, das sind so auch so Kleinigkeiten, wofür ich dann halt nichts kann, ne? In dem Moment. Keine Ahnung, was los war. So, zack, den haben wir auch dran. Jetzt. Jetzt, alles gut. Ich hab's gesehen, ich habe gerade nur was rot aufleuchten sehen. Da ist wieder gleich Panikmodus. Wir brauchen Häuser. Ich denke mal, wir werden hier mal ein bisschen auf die Kacke hauen und mal ein bisschen größere Häuser bauen. Vielleicht. Gibst du, du hast nur kurz einen Kuss von deiner geheimen Frau kassiert. Ja, die hier immer um mich herumschleicht, natürlich. Natürlich. Was sonst? Was denn sonst? Ich guck mal ganz kurz. Wir haben nämlich neue Häuser. Ich muss mal durchklicken. Wir müssten theoretisch... Die ist so geheim, dass nicht mal du von... Genau! Total komplett geheim. Ja, ich habe neue Häuser, aber das sind so ein bisschen ein paar Billo-Häuser. 48, 64. Die kann man auch... glaube ich, so ein bisschen kombinieren. Das sind echt so ein paar kleine Billo-Häuser. Die sind nicht besonders. Wie gesagt, die kann man dann irgendwie so... warte mal, es passt so eigentlich nicht gut hin.
Okay, dann machen wir es mal so hin. Dann nehme ich nämlich mal das Stück jetzt und drehe das mal um. Setze das hier so ein bisschen dran. Versuche es zumindest. Lass mal ein bisschen Luft, dass wir da vielleicht noch durchkommen mit einem Fußweg. Kommen wir da durch mit einem Fußweg? Ja, wir kommen da durch mit einem Fußweg. Ja, passt sogar. So, okay, das passt. Dann können wir dich da rumpacken. Jetzt mal ganz kurz. Wir konnten... Ich bin der Meinung... Ja, guck mal. Pass mal auf. Pass mal auf. Dich nehmen wir nochmal weg. Perfekt. Genau. Warte mal, jetzt müssen wir mal... Ich hätte ja gern so ein Eckstück oder sowas, ne? Was... Wie gesagt, das sind, die habe ich mir vorhin reingezogen, die Mods. Da kann man nämlich im Nachhinein die Farben wechseln. Quasi anstreichen. Ja, dann macht man das halt so. Vielleicht ein bisschen groß Platz gelassen, aber mein Gott, ich will jetzt hier auch nicht das hier so zutackern. Und dann macht man hier halt noch so ein kleines hin. Dann kommt man hier eventuell damit noch hin. Wo ist Russisch Bahn? Dr. von Etthausen. Russisch Bahn? Wie meinst du mit Russisch Bahn? Russisch Bahn haben wir hier unten jede Menge. Da fahren. Unter anderem. Und Russisch Bahn fahren auch hier durch die City. Das sind hier Trolleybusse und da hier Russisch Bahn. Tramsi. Le Tramsa. Russisch, genau, Russisch. Keine Ahnung, wie man Russisch ausspricht, also den Akzent. So, das können wir mal einstellen. So, Jünger. Nur 30 plus. Vorzugte Höhe. So, Jünger, okay. Schon mal Reservierung für später. Für unsere Autos, die wir dann vielleicht mal importieren werden oder eventuell so, das so. Fehlende Schauspieler und Dings. So, Fußweg. Vielleicht bauen wir hier noch ein bisschen irgendwie Grün dazwischen. So. Zack, weg. Russen rollen das R ein wenig, wenn wenig mehr, und das Sch ist besser zu hören. Jedenfalls, soweit ich das sagen kann. Und ich hatte schon in meinem Leben mit ein paar Russen zu tun. Okay. Heutige Folge, rollende Rs und Sch. lass uns mal ein bisschen das hier ein... warte mal, da fehlt ja noch was. Okay, Russenmafia. Russische Mütter sind super. Okay. Wie gesagt, ich kann es nicht mit das nicht beurteilen. Dazu kann ich mich nicht äußern. Liebevoll, okay. Okay, Strom fehlt hier natürlich. So, langsam mal ganz kurz. Momento. Also, erstmal andere Gebäudefarbe, wenn wir denn können. Dafür muss es aber Tag sein. Mit was sehen. Hatte eine Arbeitskollegin damals, die war Russin und Mutter. Boah, war die lieb. Lars, nur lieb oder anders lieb? Nur so eine... Ich frag für einen Freund. Ich frag nur für einen Freund. ziehen wir hier nochmal einen Weg lang. Einmal mit Profis. Ja, hallo, dann bist du hier verkehrt. Das habe ich dir aber schon mal gesagt. Oh, was haben wir hier? Weltmarktbericht. Die Preise von Eisenerz auf den Weltmärkten stinkt. Es ist soweit, ne? Es ist soweit. Steigen. Okay, schau die zweite.
So, lass uns jetzt mal die Farben ändern hier. Was haben wir denn da im Angebot? Also, Punkt 1. Ich mach mal ganz kurz Folgendes. Das mal weg. Und dann zoomen wir mal ran. Ich finde das eine coole Idee. Guck mal, so ein zartes Mintgrün. Und Grau. Violett. Gelb. Lass uns den Weltmarkt zustinken, genau. welche Farben hättet ihr denn gerne? Könnt ein bisschen aussuchen. Es gab gelb gefällt, okay, gelb. Gelb gefällt. Okay, dann muss ich den hier auch noch wieder ändern. Gelb. So. Okay, so. Rot wie das Blut und Liebe, ja, okay. Wir können ja noch mal ein bisschen machen. Hier ist ja kein Problem. So, noch ein paar ransetzen. Ob die im Einflussbereich dann sind, müssen wir mal sehen. Das ist zu lang. 48, die können wir noch ruhig noch mit hier hinsetzen. 1, 2. Kriege ich den noch? Bitte kriege ich den noch hin. Oh, verdammt, den kriege ich da nicht mehr hin. Schade, wäre schön gewesen. Wäre schön, aber dann können wir vielleicht den hier noch irgendwie hinquetschen. Nein, kriegen wir auch nicht mehr hin. Schade. Verdammt. Der passt hier hin. Bisschen anschrägen. So. Die lassen wir dann mal bauen. Und die machen wir rot. Dann haben wir gelb und rot. Sieht dann zwar ein bisschen aus hat der überhaupt? Der hat gar kein Rot. Der hat nur dieses Violette. Gelb, blau. Ist blau auch in Ordnung, Lars? Oder willst du dieses Violette? Mehr oder weniger dieses Violette. Ja, aber ein bisschen in die Richtung sieht man es besser. Ja, doch, so orange, so. Ja, so Pseudo-Rosa. Blau ist die Hoffnung, stimmt. Ja, ich weiß gerne, dass du blau bist, Ed. Ja, genau, ich bin ja total blau. Komm, machen wir für dich dieses Rosa hier hin. Ist ja mehr oder weniger rot. So, zack. So, sieht doch eigentlich ganz nett aus. Hat doch was. Klein, fein und gemein. Okay, dann kriegen die jetzt mal, weil wir auch noch ganz nett sind. Warte, da haben wir doch noch was. Komm, dann kriegen die hier, wenn wir schon in der Ecke sind, Tischtennisplatten davor. Ah, dann können die Tischtennis spielen, das ist doch geil. Ich denke, das gefällt denen. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass ihnen das gefällt. Mir würde es gefallen, eine Tischtennisplatte zu haben. Ich dachte, Russen spielen nur Schach. Ja, dann ist das hier Schach oder so. Keine Ahnung. So. Dann, warte, dann bekommen sie hier auch noch was Schickes. So, hier gibt es auch noch eine extra Lenin-Statue. Karten, aber im Bett und nur mit Partnerin, ja. Na, hier kommen, können wir den hier noch hin quetschen? Können wir den noch schön hier hin? Na, da leider nicht. Schade. So. Alles für die Deko. Dann machen wir ein paar Akazien hier hin. Ja, vielleicht. So. Leider werden die Akazien und die ganzen Bäume immer so dicht, dass man dann hinterher fast gar nichts mehr erkennt. Das ist leider ein bisschen doof. Ja, ein bisschen für die Optik, ne? Das ist jetzt Optik hier. So. Dauert eh im Moment, bis das wächst hier. Ich muss mal gleich gucken, wie weit die denn da sind mit unseren Kiefern. Mit der Geschichte da drüben bei dem mit dem Korn. Nutzfahrzeug und zu ernten. Warum ist denn... Willst du mich verarschen?
hast doch alles hier. Wir haben doch alles da. Oder sind die einfach zu... Hier, Wachstum. Erfordert Arbeiter oder... Wieso erforderten die jetzt Arbeiter hier? Hä? Also die haben doch hier alles. Wir haben doch eigentlich alles da. Oder die kommen nicht hinterher. Die Kleinen haben sie abgeerntet. Wow. 264 Tonnen. Ich brauche auch einen Korn. Nicht nur du, ich bräuchte auch einen Korn. Hier kommt jetzt was, ist okay, aber hier ist zu wenig. Ja, hier müssten... Ja, okay, ich verstehe. Wir könnten hier noch mehr Arbeit... Wir könnten hier die ganzen Arbeiter volltackern. Machen wir auch. Wir werden auf jeden Fall Arbeiter ranholen. En masse. Hier wird geerntet. Ein Korn im Feldbett, der ist immer voll, denn es ist Sommer. oder warte mal, vielleicht können wir auch so ein Vertriebsbüro machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, das ist ja aber ein Large Distrib... Ja, da ist es doch. Vielleicht geht das ja. Können wir dich da ranflickeln? Benötigt flaches Gelände. Ich will nur mal einen Test machen. Ist nur mal just ein Test. Stopp. Geschlossene LKW, Öltank, Trockenmassetank, Kipper. Kipper. Ja, leider keine Erntedinger. Okay, machen wir dich nochmal weg. Dich nehmen wir auch nochmal weg. Hier sehe ich gerade, hier müssen wir mal rangehen. Das ist in Ordnung. Also wir brauchen auf jeden Fall Feldarbeiter. Sollten wir dann doch nochmal ordentlich was ranschippern. Das machen wir auf jeden Fall. Dass wir hier was ranbekommen. Weil offensichtlich schaffen sie es nicht. Ne, alle Felder zu ernten, dann müssen wir noch mehr Farmen hier ranbauen. Das wir ja machen könnten. Ah, jetzt sind wir doch wieder bei den Farmgeschichten. Mit Zügen. Halte ich ein bisschen übertrieben. Die Musik im Spiel ist immer so inspirierend. Findest du die inspirierend? Okay. Ach, die, guck mal, die passen doch hier gut hier hin. Wenn wir dann hinten dran noch ein paar Silos ranknüppeln. Nicht anschließen, danke. Ganz kurz schauen. Okay, die soll ja nicht miteinander hier angekoppelt sein, dann müsste es so sein. Mehrere Farmen. Damit die das hier alles irgendwie packen. Eigentlich, das gefällt mir nicht, warte mal kurz. Das ist alles jetzt so doof jetzt. Gott sei Dank haben wir genug Kohle, um das auszugleichen. So, du gehst mal weg. So, dich setzen wir nochmal anders. Stopp. Abbrechen. Abbrechen. So, okay. Nochmal. Ich will die möglichst gleich haben. Okay, dann mal so. Kriegen wir den da ran? Ja. Ja, richten wir aus. Nach da. Ich gehe nach der nach dem Strich da. Sollte es passen. So. Mehrere Farmen. Und dann können sie machen und tun. Wie die Irren. So, lass mal laufen. Untereinander sollen die nicht... sich ranpacken. Willst du nichts mehr verpassen? Genau, ein Abo da lassen. So ist es hier. Jetzt lese ich schon meine eigenen Bot-Nachrichten vor. Es ist soweit. Es ist soweit. Es ist einfach... Ja, es ist soweit.
Okay, so. Also, Fahrzeuge, Ernte. Wir haben den Matador. Übrigens, hier können wir auch die Farben ändern. Ja, ganz coole Sache eigentlich. Ernte. 20. Und das ohne Alkohol, meine Damen und Herren. Genau, ohne Alkohol. So, der hat Stufe 22 und, 20 km/h. Auf Seiten der westlichen Dings haben wir Stufe 32. 2, 3, 4 nehme ich mal mit. Hier mache ich dasselbe Spiel. 1, 2, 3, 4. Auch hier mache ich dasselbe Spiel. 9, 4. Hier ebenfalls dasselbe Spiel. 4 Stück nehme ich. Es reicht nicht, um die wegzuernten hier. Es ist einfach zu viel. Vor allen Dingen, ich wollte eigentlich da die City weiter aufbauen, ne? Und jetzt bin ich schon wieder hier. Das ist der Wahnsinn. So, und jetzt müsste ich ja theoretisch... Silos nochmal ranknüppeln. Silos und Strom brauchen wir hier auf jeden Fall. Lager, 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 Lager. Korn. Am besten etwas, was beide miteinander verbindet. Damit ich von beiden das abschöpfen kann. Der hier wäre geil. Kriege ich denn dann da so ran? Verbindungen leider nicht. Ah, das wäre... Ah, guck mal. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ja, okay, komm. Alles klar. Wir verwerfen nochmal den Plan, machen diese großen Silos dazwischen. Ja, ja, okay. Du, tut mir leid. Fahr mal los, wenn du kannst. Wir bauen die Silos dazwischen. Dann passt das. Muss ich nochmal abreißen. Siehst du, so macht man das. Pläne. Und tschüss. Tut mir leid. Ab und zu muss man nochmal neu überdenken alles. Mod. So, wo bist du denn? Da warst du. Sehr gut. Okay. Das mit den andauernden Abreisen kenne ich sonst nur aus einem anderen Stream. Ja, ich könnte es auch planen, ne? Aber ganz ehrlich, bei dem Geld, scheiß drauf. Wir kriegen genug, wir haben genug Intus, um das immer auszugleichen. Ich mache das jetzt mal bewusst ein bisschen weniger. Allerdings, nur falls es jetzt doch nicht geht... Dann haben wir nämlich beide Anschlüsse, können beide Dinger hier nutzen. Auf ein Silo. Okay, jetzt muss ich die... Ach, komm. Scheiß drauf. Wie gesagt, scheiß drauf. Weiß, der eine oder andere findet das doof. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, dass das doof ist. Das passt nicht so ganz, ne? So optisch gesehen. Scheiß drauf, sagt er in seinem jugendlichen Leichtsinn, genau. Mein jugendlichen Leichtsinn, ich bitte dich, Lars. Ich, alter Knacker mittlerweile. Das ist aber nicht schön. Hat er dann 21er? Nee. Optisch gesehen wäre es so besser. Dann eben in deinen Rentnerleichtsinn. Ja, Rentner bin ich auch noch nicht. Also nicht so ganz. Aber... Irgendwann wird das leider soweit sein. Aber das ist ein anderes Thema.
Selbst schuld, ja. Nee, Hände sind schuld. Nicht ich. Ich habe damit nichts zu tun. Was wollte ich machen? Nochmal ein Lager wieder ran, ne? Wir wollten ja nochmal wieder ein Dingsbums ranbauen. Wo bist du denn? 3,8 Kornspeicher. Das war's nicht. Das war's. Geil, jetzt habe ich die Italiener. Hä? Yay? Was für Italiener? Ach, in deiner Mission da, oder was? Genau, ich wollte gerade auch fragen, was für Italiener? Ja. Und tschüss. So. Ich hätte gerne wirklich so einen Anrastpunkt, sage ich mal, wo man die wirklich so komplett richtig ausrichten könnte. Das wäre so geil. Aber das haben sie ja leider nicht. So, das ist der nächste. Welches Spiel? Panzer Generals. So, dann bauen wir jetzt hier noch einen dazwischen. Stopp. Den weg. Nochmal. Noch ein Silo. Ich hoffe, dass das alles irgendwann sich mal füllt hier. Silo, 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 Silo. Lager. Der hier ist es. So, und da passt er komischerweise mal gut ran, ne? Aber da hinten dann. So, den haben wir auch. Ist ein Klassiker aus dem Jahre 94. Das ist dann wirklich ein Klassiker. Ja, und Schuss nochmal. Dann Mod Farm Vehicles. Und Schuss. Reiß den Kram ab hier. Na komm. Reiß ab hier. Los, ich will bauen. So, sind sie alle miteinander verbunden? Das heißt, es sollte da kein Problem geben. Einzige Problem, was ich habe. Ich muss das jetzt bauen. Ich habe vergessen, das wieder anzuschalten. So, damit das hier vorankommt. So, dann werden wir auf jeden Fall da hinten dann nochmal neue Felder mit dran setzen dann. Bei Gelegenheit. So, okay, alles gebaut. Ja, hier ist... Hier fehlt Strom, die wollen tanken, ist klar. So, bau das mal fertig jetzt. Habe ich noch auf meinen Amiga. Der, wow, Respekt. Ja, ich hatte damals auch einen Amiga gehabt. 2000 hatte ich gehabt. Sogar mit CD-ROM-Laufwerk damals schon. Extra einbauen lassen. Damit hat alles angefangen. Welchen hast du denn, wenn ich fragen darf, Tom? So, Fahrzeuge. Fahrzeug 1, 2, 3, 4. Habe auch ein CD-Laufwerk und 40 MB Festplatte, Amiga 2000. Cool. Amiga heißt ja eigentlich Freundin, ne? Aus dem Spanischen übersetzt.